Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Cyberpunk 2077. Wir sollen uns zum Kapitän Caliente begeben. Das werden wir jetzt mal tun. Hier ist unsere kleine Basis, von der aus wir erstmal operieren. So, wir werden uns in Dogtown natürlich auch noch ein bisschen umschauen. Weißt du denn, Eid zu schwören? Das war ein Fehler. Ach ja? Manche Sachen sind es wert, ihnen sein Leben zu widmen. Aber nicht das. Also, scheiß aufs System und so weiter. Schon klar. Scheiß aufs System, auf Arasaka, auf die NUSA. Krieg dich ein, wie? Das ist kein Anarchisten-Workshop für Teenies. Ich war ja mal ein Konzernsoldat. Hab mich regelrecht in die Uniform gestürzt. Die waren so geil auf ihren verfickten Eid. Sprechen Sie mir nach, bla bla bla. Aber was ich damals geschworen habe, keine Ahnung. Willst du wirklich darüber reden? Vergiss es. Mir war gerade irgendwie nach Standpauke. Zack. Okay. Hier haben wir noch ein paar Sachen. Dieser Rauch da. Dogtown hat einen neuen Papst. Oder Space Force 2 ist abgestürzt. Ich bin zwar neugierig, aber wir haben uns um einen Anruf zu kümmern. Genau, und das machen wir auch. 150 Meter entfernt, da können wir hinlaufen. Wie schaut denn die Karte hier aus? Also wir haben ja auch noch kleinere Aufträge tatsächlich. Aber ich würde erstmal sagen, wir begeben uns hier zum Kapitän Caliente. Wie? Du bist in Dogtown? Lass mich dir einen Tipp geben. Sei vorsichtig. Hans? Wow, was hast du denn hier zu schaffen? Hier schlägt das Business-Herz von Pacifica wie. Hier werden die guten Deals gemacht. Wir treffen uns also endlich mal persönlich? Dazu sage ich weder ja noch nein. Statt einer Antwort gebe ich dir lieber Arbeit. Hoffe, du nimmst an. Eins noch. Ich weiß nicht, wie du über die Grenze nach Dogtown gekommen bist, aber ich vermute nicht durchs Haupttor. Ist aber auch nebensächlich. Zukünftig kommst du jedenfalls problemlos rein und raus. Name und Gesicht sind jetzt im System. Ab sofort kommst du ungehindert über die Bezirksgrenze. Ich melde mich wieder. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Wir sind jetzt im System und können ja Dogtown betreten und verlassen, wie wir wollen. Okay, unsere Straßen in Dogtown sind recht schmal, wobei nicht im Vergleich zu europäischen Straßen. Dafür brauchst du ein passendes Fahrzeug, worum ich mich auch schon für dich gekümmert habe. Du musst es nur abholen, gern geschehen. Wie in Europa sieht es aus, wie in Dogtown? Klingt ja toll, danke. Natürlich, fahr vorsichtig. Okay, dann haben wir hier vorne wahrscheinlich unser Auto. Ich flehe dich an. Bring mich nicht um. So, erstmal ausschalten. Scheiße! Die Drohnen hatten recht, du bist es wirklich! Das muss Schicksal sein. Kapitän, trackst du mich? Hier in Dogtown? Nein, doch nicht ich, sondern den Wagen.
Bring mir das Baby, dann erkläre ich dir alles. Sende Koordinaten. Okay, bring das Fahrzeug zum angegebenen Punkt. Ich glaube, da müssen wir Dogtown wieder verlassen. Wir können es ja mal versuchen. Jetzt, wo wir sowieso hier drin sind. Dann testen wir nämlich auch gleich mal, ob wir hier rein und raus kommen, ganz normal. Okay, das sieht gut aus. Wunderbar. Wir kommen wieder raus. Dogtown kriegt aufs Maul! Ja. Ganz schön heftiger Bezirk, muss man schon mal sagen. So, wir sind wieder draußen und hier ist natürlich das ganz normale Leben am Start. Aber wir wollen noch gar nicht so lange draußen bleiben. Wir wollen jetzt einmal nur das Auto abgeben und dann fahren wir auch wieder nach Dogtown. Verdammte Scheiße! Das war ja so klar. Die Ficker wollen mich nicht davonkommen lassen. Alles easy. Kann nicht klagen. Mein Drohnen zufolge waren dein Paar. Verkehrshindernisse. Ach die. Was machen die schon bei so einer geilen Karre? Wie, du scheiß Psycho. Man muss dich einfach lieben. Aber jetzt gib Gas und lass dich nicht killen. Und keine Kratzer. Keine Kratzer, naja. Der hat diese verfickte Zündung eingebaut. So, haben wir hier was zum Plündern? Ne, sieht nicht so aus. Wie? Hast du das Teil mal gescannt? Schrott! Sieht gut aus, ist aber nutzlos. Bei dir ist's immerhin andersrum. Was? Ah, chill mal, war nur Spaß. Los, steig ein. Bei dem beschissenen Wetter friert mir sonst noch der Schwanz ab. Ist das Teil auch geklaut? Oh, geklaut? Wie? Du brichst mir das Herz. Schieß los, Cap. Was ist dein Plan mit den Karren? Bist ein Speed-Junkie, hm? Ich auch. Also erstens, die Karre, die du gebracht hast, ist in einem üblen Zustand. Jeder Kratzer kostet mich Geld, okay? Zweitens, ich verkauf sie. Drittens, in Dogtown gibt es jede Menge Chancen. Und viertens, das ist kein Plan, sondern kreative Arbeit. Dein Mizutani hat ein Problem mit der Elektronik. Elektronikprobleme hängen beim Mizutani Shion MZ2 häufig mit dem Bordcomputer zusammen. Soll ich es mir mal ansehen? Wow, 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 mach mal halb irgendwie. Es gibt Dinge, an die lasse ich niemanden ran. Dazu gehören meine Klamotten, meine Frisur
Und du ahnst es? Meine Autos. Wieso wurde ich verfolgt? Was wollten diese Verkehrshindernisse von mir? Sixth Street? Nur eine Meinungsverschiedenheit. Daran wirst du dich gewöhnen müssen, wenn du für mich arbeitest. Okay, erzähl mir mehr über diese kreative Arbeit. Verstehe. Und wie soll diese kreative Arbeit aussehen? Wir beide kassieren ganz easy und schnell ein paar Eddies ein. Pass mal ganz genau auf. Ich hab da so eine Gabe. Sagen wir, einen sechsten Sinn. Ich spüre es, wenn eine Karre einen neuen Besitzer braucht. Manchmal schlägt mein Radar in Dogtown aus, manchmal in Night City. Klar. Und ein sechster Sinn sagt dir, ich soll die Karren zu so einem Chop-Shop bringen. Oh, Chop-Shop? Ich bitte dich. Du bringst mir Karren, wir machen Kohle. Das Ganze ist natürlich Teil eines größeren Plans. Siad, wurde es verfolgt, was? Nope. Glaube ich nicht. Nein. Chill mal, das ist meine Hut. Ich red mal mit denen. MCPD, ihr Wichser. Sind eure Hackfressen auch registriert und angemeldet? Das glaube ich ja jetzt wohl nicht. Bullen sehen gern mal in die andere Richtung. Solltest du auch besser machen. Oh, wie schlagfertig. Trainierst deine Leute gut, Cap. Bist du des Wahnsinns, Daniels? Kommst in Uniform, um eine geklaute Karre abzuholen? Das ist auch meine Hut, Muammar. Hey, besorg mir mal ein Villefort Alvarado für meinen Chef. Ich bekomme dafür die Tech für unseren Plan. Nicht zu fassen. El Capitan besticht die Bullen? Ich bin schockiert. Gibt es hier noch ehrliche Cops? Nicht mehr viele. Denen fehlt die nötige Weitsicht, wenn du verstehst, was ich meine. Nova, danke für die Ads. Die Registrierung ist auf dem Weg. Siehst du? So läuft das Biss. Komm, es regnet nicht mehr. Das war einer meiner Kunden. Wie sieht's aus? Machst du mit? Wie sieht euer Plan denn aus? Was genau ist das für ein Plan? Fahr für mich und du findest es bald raus. Also, machst du jetzt mit oder nicht? Klar, aber was hab ich davon? Ich fahr sowieso die ganze Zeit rum. Da kann ich auch das eine oder andere aufgabeln. Aber lohnt sich das wirklich für mich? Ach, komm. El Capitan sorgt für dich. Ich besorg dir Jobs und du sahnst fett ab. Das nenne ich mal Win-Win. Ich nehme dich beim Wort. Mach das. Mal sehen, was der Morgen bringt. El Capitan meldet sich bei dir. Muammar schickt dir jetzt Koordinaten für Fahrzeugaufträge in der Nähe, die mit einem Lenkradsymbol markiert sind. Sobald du das gewünschte Fahrzeug in deinen Besitz gebracht hast, sagt dir der Fixer, wo du es abliefern sollst. Um die Lieferung abzuschließen, musst du zuerst alle Verfolger loswerden. Warte nicht zu lange, bevor du die Mission annimmst. Das Fahrzeug verschwindet nach einer gewissen Zeit. Falls das passiert, schickt dir Muammar aber nach einer Weile einfach eine neue Mission. Okay. Da ist unser Dogtown-Auto. Ja, geil. Einfach etwas kleiner als die anderen. Und mit einer schönen Ladefläche hinten. Jo. An alle Einheiten in Santo Domingo. Ein Verbrechen wurde gemeldet. Verstanden, Zentrale. Warte auf die Koordinaten. Müssen wir außen rumfahren jetzt, weil uns dann ein Polizeiwagen entgegenkommt. Kommen Sie hierher. Dell?
Virus in meinem Kernschaden. Bitte. Okay, Delamain hat ein Virus, das schauen wir uns später mal an. Das frisst jetzt, glaube ich, kein Brot. Wir wollen erstmal in Dorktown weitermachen. Dann können wir auch gleich mal testen, ob wir jetzt auch wieder reinkommen. Raus war kein Problem. Rein haben wir noch nicht getestet. Okay, wir sind wieder drin. Zurück in Dorktown. Da unten wäre schon wieder das nächste Auto für El Capitan. Okay, die Autos hier drin sind alle so klein. Beziehungsweise die meisten. Gesundheit ist das Wichtigste. Brownout hat die neuesten Stills. Ich fass es nicht, ein echter Kunde. Was darf's denn sein? Wie läuft denn das Geschäft? Wie läuft das Geschäft? Gut? Nee, Chum. Seit dem Absturz drehen alle durch. Halb Doktor rennt Rosalind Myers hinterher wie läufige Köter. Klingt eher wie Fake News. Aber morgen ist ein neuer Tag. Und jeder weiß, dass man bei Ronald alles bekommt. Erzähl mir was über die Gegend hier. Wie mir scheint, kennst du dich in Doktor aus? Na klar, ey. Junge, das ist mein Revier. Für wen hältst du mich? Hey, du redest hier mit dem Pacifica Typhoon Chum. A.K.A. D.T. Prodigy. Yeah! Okay, der Spitzname war scheiße. Als die mich noch mit Boostern vollgepumpt haben, habe ich 100 Meter in 6 Sekunden geschafft. Ich verarsch dich nicht. Mittlerweile gehe ich keine 100 Meter mehr am Tag. Aber ich kenne mich verfickt nochmal in Dogtown aus. Okay, Pacifica Typhoon, echt jetzt? Pacifica Typhoon, echt jetzt? Lies mal alte Screensheets, wenn du mir nicht glaubst. Ronnie war eine Legende! Fast. Warum ist aus dem jungen Star nichts geworden? Naja, da gibt's diese Tusse, Fiona. Hatte so ein Zentrum für talentierte Kids. Zukünftige Profisportler. Cool, ne? Mit einem richtigen Dach überm Kopf, echtem Essen, Training, Boostern und Chrom. Ha! Massig Chrom, Mann. War alles super geil, bis du's nicht mehr gebracht hast. Und ich war fertig, ey. Bin mit Migränen und Schlafstörungen in Doktern auf der Straße gelandet. Und damit hatte ich noch Glück. Was weißt du über die Bezirke in Dorktown? Was kannst du mir über Dorktowns Bezirke erzählen? Welche denn, Großer? Golden Pacific ist im Norden von Dorktown. Da gibt's einen Hügel, Luxor Heights. Der Name hält, was er verspricht. Geile Aussicht. 10 von 10. Longshore Stacks ist im Westen. Die Ecke hat richtig Geschichte, weißt du? Im Süden ist Terra Cognita. Halt dich aber da, bloß von fern. Und was weißt du über die Longshore Stacks? Okay, Longshore Stacks. Was weißt du darüber? Das ganze Zeug da ist Älteres der Vereinigungskrieg, verstehst du? Wenn du Container siehst, bist du richtig. In den Container waren Steine und Stahlbalken für die Gebäude hier. Wurde alles geklaut, klar. Aber diese Riesenkisten, die gehen nirgendwo hin.
Hier in Dogtown sind wir erfinderisch. Ein paar schlaue Typen dachten sich, hey, das wären doch super Wohnungen. Sogar in Hochhäusern. Bloß nichts verschwenden, weißt du? Was gibt's in Luxor Heights? Luxor Heights, was weißt du darüber? Ah, da solltest du lieber nicht rumschnüffeln. Seit die Voodoo-Boys da sind, machen die da komische Voodoo-Scheiß. Jetzt steigen sie abwechselnd mit den Scavs und mit Hansen ins Bett. Bevor du da hingehst, solltest du lieber rausfinden, wen sie gerade ficken. Sonst gibt's Ärger. Golden Pacific klingt eindrucksvoll. Golden Pacific? Der Name klingt beeindruckend. Scheiße, Joom. Die Anzüge haben versprochen, dass es da Eddies regnet und jeder Gold scheißt. Das stimmt auch für den guten Hansen. Außer ihm macht da aber niemand Fettkohle. Golden Pacific ist der Lieblingszwinger von Bargest. Da haben die ihre Geschäfte, ihre Planung, ihren Spaß. Macht es scheiß gefährlich für alle, die nicht dazugehören. Hast du Touri-Tipps zu Terra Cognita? Wieso fernhalten? Ich bin zum ersten Mal in dieser Ecke. Hast du Touri-Tipps oder so? Wie gesagt, halt dich von Terra Cognita fern. Vor Jahren war das ein Paradies für Nerds. Weltraumflüge, Chrom der Zukunft, krasse Tech. Da würden dir die Synapsen durchbrennen. Jetzt gibt's da bloß Dreck und Staub und Scavs. Diese Missgeburten haben da das Sagen. In Terra Cognita wirst du nur zur Leiche Incognita. Okay, wo wir dabei sind. Wo wir schon dabei sind. Ja. Rück raus mit der Sprache. Ein paar Orte sind mir aufgefallen. Hier gibt's ein paar echt einzigartige Orte. Ja, diese Hood ist halt echt was Besonderes, ne? War im Stadion, ist interessant. Ich war im Stadion. Krasser Anblick. Ich wollte da groß mal ein Geschäft aufziehen, weißt du? Aber nee. Der Taifun hat bloß aufs Maul gekriegt. Die Nighthawks haben da gespielt, als Hansen noch in die Windeln gekackt hat. Gute Zeiten führen zu bösen Chooms und böse Chooms versauen alles. Naja, irgendwie so. Egal, es geht immer nur um die Eddies. Wer hat die meiste Kohle? Hansen. Das Stadion ist nicht sein Hauptgeschäft. Aber mehr sage ich dazu jetzt nicht. Ich kam letztens durch eine Ausstellungshalle. Ich war in so einer Ausstellungshalle? Mit Modellen von allen möglichen Gebäuden. Hoho, du hast aber Eier. Fandst du geil, oder? Diese Anzüge waren bestimmt total auf Drogen, als sie den Bezirk geplant haben. Dann, bam, kam die Wirklichkeit. Die Gongs sind in der Gosse aufgewacht und haben sich gefragt, was schiefgelaufen ist. Die Ausstellungshalle ist nichts für Zivilisten. Lauter Scheiß von vorm Krieg. Da solltest du wegbleiben. Vor allem, weil es Explosion gab. Nee, danke. Hier gibt's eine Pyramide, oder? Ihr habt sogar eine Pyramide. Nicht zu übersehen. Echt Nova, ne? Finden die Fixer zumindest. Bei den wilden Partys und der geilen Mucke dort hört niemand die Geschäftsgespräche. Diskretion garantiert. Mhm. Unten darf das Gesocks rein, aber oben? Shit, nur für VIPs. Großes Geld, große Geschäfte, verstehst du? Ah, vielleicht gehe ich da auch mal hin. Krasse Musik, fette, schneeweiße Lines und die Geschäfte laufen, Joom. Ja, so kommt man in die Oberliga. Okay, und dieses Hochhaus? Weißt du was über das Riesenhochhaus? Die Anzüge haben das früher das Black Sapphire genannt. Heute ist es das Hotel oder der Tower. Alles vergoldet, habe ich gehört. Für Normalsterbliche nicht zu erreichen. Hansens wertvollster Schatz, sein Goldei. Wenn er dein Chum sein will, lädt er dich da ein. Die Aussicht da oben ist wohl krass, Nova. Und ich bin zwar etwas irre, aber nicht so irre, dass ich das selbst rausfinden muss. Okay. Wo wir schon dabei sind. Ja. Rück raus mit der Sprache. Danke, echt hilfreich. Du kennst dich hier wirklich aus. Claro. Hey, bei meiner Arbeit sind Gerüchte das Wichtigste. Vor allem saftige. Ich könnte dir richtige Kracher verraten, wenn du willst. Klar, warum nicht? Warum eigentlich nicht?
Ich weiß gern, was man sich auf den Straßen so erzählt. Jetzt verstehst du mich. In unserem schönen Dogtown braucht man jeden Vorteil. Komm einfach mal wieder vorbei, Chum. Zeig mal, was du so hast. Lass mal dein Angebot sehen. Absolut Nova. Hier, guck mal. Okay, was verkauft er denn überhaupt so? Proteinbarren und all so ein Kram. Aber nichts, was wir hier brauchen würden. Okay, ist das Caliente geschlossen? Hey, ist das Kapitän Caliente etwa geschlossen? Zugenagelt sogar. Der Besitzer hat sich mit Kurt angelegt. Krass respektlos. Danach konnte er sich nur noch aufhängen. Du bist neu hier. Ich gebe dir einen Tipp. Pass auf, was du in Dogtown sagst. Mach den falschen Joom dumm an und du bist erledigt. Kennst du den Weg rein? Ich bezahle dich auch. Du bist ein Geschäftsmann, oder? Folgendes. Für ein paar Eddies sagst du mir, wie ich reinkomme. Das bereust du noch. Aber okay. Zu Eddies sage ich nie nein. Die neuen Besitzer zapfen Energie von der Straße ab. Check mal die Kabel da, an der Wand. Die führen bestimmt irgendwo hin. Wenn du den Strom neu startest, funzen die Sicherheitssysteme vielleicht nicht mehr. Klingt vielversprechend. Okay, cool. Da haben wir schon mal ein paar Infos. Was ich nochmal machen wollte, Leute. Outfit. Können wir das hier direkt auch anpassen vielleicht? Das wäre cool, weil ich wollte hier eigentlich nicht in Anzug rumlaufen in Dogtown. Ich glaube, das passt nicht so ganz. Aber anpassen können wir die hier leider nicht. Wir könnten versuchen, hier in dem Arasaka-Outfit rumzurennen. Aber damit fallen wir auch eher auf, würde ich sagen. Und was anderes haben wir jetzt hier gar nicht so richtig. Da haben wir zumindest eine Art Schutzweste an. Loser Agentenanzug. Okay, mit Helm sogar. Sieht natürlich nicht so super aus, wie ich finde. Arasaka Schutzanzug. Das wäre das Teil. Ja, okay. Können wir also gerade nicht anpassen. Schade. Wir können wahrscheinlich auch hier einfach lang. Ja. Entschärfen und entschärfen. Aber wir können uns vielleicht auch die Kabel mal anschauen. Wo es denn da lang geht. Wahrscheinlich da hinten über das Geländer. Boah, das ist wirklich hoch, das Gebäude. Hoch geht's nicht. Oder doch hier. Okay, hier können wir den Strom wahrscheinlich neu starten. Geschlossen. Kommen wir da trotzdem rein? Nee. Wir suchen mal einen alternativen Eingang vielleicht noch. In das Gebäude hier.
Es gibt da einen Ripper-Doc, der umsonst arbeitet. Anthony Anderson. Ohne seine Klinik in Montagna de Oro hätten die Armen von Dogtown niemanden. Nun haben die Scavs zugeschlagen. Sind wohl hinter Anderson her. Der Doc hat sich im Büro verschanzt und ist von der Außenwelt abgeschnitten. Sein Assistent Odell Blanco wartet vor der Klinik. Besprich alles mit ihm und denk dran, Dr. Anderson muss unversehrt bleiben. Okay, das schauen wir uns später mal an. Okay, Traumateam, Einsatzteam. Wir haben Missionsdaten, die wir runterladen können. Keine Ahnung, ob wir hier richtig sind, ob wir hier hin müssen. Aber es hat sich schon gelohnt, alleine wegen dem Relic-Punkt. Okay. Geht's jetzt nicht mehr weiter irgendwie? Okay, dann würde ich sagen, gehen wir wieder nach unten. Durch den Eingang. Hat mich gefragt, ob ich zum Abendessen bleibe. Scheiße, Mann. Langsam nervt. Okay, Leute, das machen wir dann in der nächsten Folge. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Lasst gerne ein Like oder Kommentar da, wenn euch die Folge gefallen hat. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Bis zum nächsten Mal.